Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Ich habe heute noch ein paar Dino-Eier hier für euch. Ich habe die ja vor ein paar Tagen schlüpfen lassen. Da waren es 5 Stück, jetzt habe ich hier 15 und ich dachte, ich probiere das Ganze nochmal aus. Beim letzten Mal waren es ja leider nur 2 Farben geworden und von den 5 Eiern hatte ich, glaube ich, einmal 3 Dinosaurier von einer Sorte und einmal 2. Also nicht so die beste Ausbeute, deswegen dachte ich, ein neuer Versuch. Und vielen von euch hatte das Video ja auch gefallen. Deswegen gibt es heute 15 Eier für euch. Ich übergieße sie gleich einfach wieder mit Wasser. Das habe ich hier schon einmal vorbereitet. Und dann lasse ich sie aufplatzen. Die Eier lösen sich so ein bisschen im Wasser auf. Und so nach einer Nacht oder einigen Stunden, ich denke mal so 24 Stunden sind da ganz in Ordnung. Vielleicht sogar schon vorher, ich beobachte das Ganze einfach mal, kann man das Ergebnis sehen und die kleinen Dinosaurier schlüpfen. Das sind so kleine Schwammtierchen. Jetzt kommt erstmal das Wasser dazu. Momentan schwimmen sie noch. Im Laufe der Zeit sinken sie dann so ein bisschen ab. 2 sind hier sogar schon gesunken. Ich finde auch, die sehen sehr, sehr hübsch aus mit diesen Mustern. Sehr cool. Und ja, in einigen Stunden seht ihr dann zusammen mit mir das Ergebnis. Und ich hoffe, ich habe diesmal eine bessere Dino-Ausbeute. So, nach einer Nacht sieht das Ganze schon ganz anders aus. Ihr seht, die kleinen Dinos sind, glaube ich, sogar alle geschlüpft. Es ist sehr, sehr viel Schale jetzt dabei. Hier habe ich einen Dino. Einmal schon mal in Blau. Mit so einem Rückenkamm hier. Der ist, glaube ich, ähnlich. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Etwas ähnlich geformt, aber es könnte auch ein anderer sein. Dann habe ich hier auf jeden Fall einen Stegosaurus. Der hat so Zacken oben in Gelb. Ich glaube, dieser hier heißt Entenschnabeldinosaurier. Also dieses Mal ist auf jeden Fall viel mehr Auswahl dabei. Hier ist nochmal der mit dem Rückenkamm. Nochmal einer in dieser Art. Dann ist das hier, glaube ich, ein T-Rex. Hatte ich bisher auch noch nicht. In Rot. Ein Triceratops habe ich hier, glaube ich. Ach, so viele Dinosaurier. So, ich habe jetzt einmal durchzählen. 5, 6, 8 draußen. Ein Langhals. Das war Nummer 9. Noch einer. Ich habe gleich eine ganze Herde zusammen. Ein dritter. Jetzt kommen sie alle auf einmal. Die kann man tatsächlich richtig schön hinstellen. Einige stehen, andere stehen nicht. Die Langhals stehen auf jeden Fall sehr schön. Hier ist noch einer mit Rückenkamm. Der steht auch gut. Versuch's mal bei den anderen. Einige fallen immer wieder um. Der steht sehr wackelig. Und der T-Rex hier steht überhaupt nicht. So, das war noch einer mit Rückenkamm. Gucken, ob ich noch neue finde. Hier ist nochmal ein Langhals. Davon habe ich jetzt 4. Und nochmal ein Triceratops. Viele blaue dabei, ein grüner. Und ja, die Eier sind auf jeden Fall alle offen. Hier also nochmal meine komplette Ausbeute. Ihr seht, ich habe 4 Langhalsdinosaurier. Dann einmal diesen hier. Ich glaube, das ist so eine Art Entenschnabeldinosaurier. Also, wenn ihr es natürlich besser wisst, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare rein. Ich bin natürlich kein großer Dino-Experte. Also, so gesundes Halbwissen habe ich wohl. Aber ja, das hier sieht mir auf jeden Fall nach einem T-Rex aus, so wie der hier seinen Maul aufreißt. Und naja, er hat so gut wie überhaupt keine Vorderbeinchen hier. Also diese. Dann habe ich hier eine ganze Reihe an Dinosauriern. 6, 7. Die haben alle Rückenkämme.
aber auch unterschiedlich geformt. Hier habe ich aber alle mal so in eine Gruppe zusammengesetzt. 5 blaue, 2, also 2 andersfarbige, einen roten, einen gelben und dann habe ich hier noch die beiden Triceratops. Einen in Orange, Rot, einen in Blau. Also eine ganz schöne Ausbeute, auch dieses Mal ziemlich unterschiedliche dabei. Und ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, da freue ich mich natürlich. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, alles einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren, das wäre natürlich auch fantastisch. Und bis zum nächsten Mal bei Do It Yourself Inspiration Kids Club. Tschüss!